Ganz herzlich willkommen zum neuen Part hier von Fire Emblem. Endlich mal wieder Fire Emblem, mein Prinz. Ja, ich habe letztes Mal ganz viel aufgenommen auf einmal und dann habe ich mir gedacht, oh nein, oh nein, oh nein, es Pokémon bombardiert, habe ich das Gefühl gehabt. Aber gut, jetzt geht's weiter. Hier, Fire Emblem, meine Freunde, Fire Emblem. So, jetzt viel Spaß hier. Und es gibt neue Updates, habe ich gehört. Also ich habe zumindest gehört, dass es neue Updates gibt, meine Freunde. Ich habe gerade vergessen, das zu lesen. Sorry, sorry, sorry. Kann ich natürlich auch nachholen, meine Freunde. Kein Problem, kann ich nachholen. Lalalala. Aber auf Album, da kann man es wieder vorlesen. Ist kein Problem. Ist doch kein Problem. Damals doch. Stopp. Da. Aktualisierungsdaten wurden heruntergeladen. Die Anzahl der Speicherplätze wurden. Oh, cool. Wurden erhöht. Neu. So, wow, nice. Neue Updates. Voll nice. Voll sehr. Ist nur möglich, mit der gleichen Kleidung, die im Kloster getragen wird, die Schlacht zu ziehen. Oh mein Gott, du bist der Beste der Welt. Okay, das war richtig geil. Updates gab es auf jeden Fall viele, ne? Wie ich gerade sehe. Dann haben wir ja Glück gehabt. Ja, mehrere. Oh mein Gott, 30, 25. Oh mein Gott, geil. Wie viele Dateien gibt es denn bitte schön? Weißt du, ja. Ich hab übertrieben viel jetzt irgendwie hier. Ganz viel, ja. Neu gelernt, das freut mich sehr. Super, super nice. Das hat mich echt. Da habe ich gerade echt ein bisschen überrascht, aber so muss es sein, meine Freunde. Und ich möchte auch vor allem nicht jetzt wieder sterben lassen. Das mache ich nicht. Ja, so, das war Pokémon erstmal die letzten 3 Tage. Ja, erstmal Vorrang. Jetzt kann ich mal wieder am Sonntag. Ja, ein Partner hochladen. Wenn ich zumindest noch kann, dann. Mach ich es auf jeden Fall auch so, meine Freunde, so muss es sein. Cool. Dann, weiter geht's jetzt hier. Oh, ist ein tolles Spiel, naja, so muss es sein. Ah, das Spiel ist so schön, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, meine Freunde. Ich bin mir niemals sicher, was dieses Jahr das beste Let's Play oder das beste Spiel. Ich weiß nicht, es ist so scheiße, meine Freunde. Ich weiß nicht, welches Spiel dieses Jahr das beste war. Also, ich muss euch ernsthaft sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Bei Fire Emblem und bei Pokémon Schild. Diese Spiele sind so legendär, ich kann mich nicht entscheiden, welche besser sind. Das ist so eine schwere. Das ist so eine schwere Geburt, meine Freunde. Das ist so eine schwere Geburt, meine Freunde. Das Spiel ist ja richtig heftig. Und das Spiel ist auch richtig heftig, ey. Welches Spiel ist jetzt besser? Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist so ultra schwer. Fire Emblem Heroes hat halt ganz viel, ja, ganz viel, ja, so, für mich halt, ja, ich habe halt ganz viel aufgenommen. Und das Spiel ist richtig heftig, meiner Meinung nach. Und es macht auch Spaß. Und ich weiß, also ich habe halt ein Herz für Fire Emblem irgendwie gerade bekommen. Und ich weiß noch, im Urlaub, ich hab so tolle Erinnerungen gehabt. Das ist so ein tolles Gefühl. Und Pokémon Schild ist zwar seit ein paar Tagen draußen, aber ich habe nicht so viele Erinnerungen. Aber ich weiß nicht, welches Spiel besser sein wird, weil Pokémon Schild ist sehr, sehr gut bis jetzt. Und ich habe keine Ahnung, was besser sein soll. Soll Fire Emblem Three Houses besser sein oder Pokémon Schild? Das ist eine schwere Frage. Also ich glaube, die zwei Parts, also die Spiele meine ich, die werden sich streiten. Ob ich Mario und Sonic bei Olympischen Spielen und Ultimate Edition 3 noch dazu sehen werde, das werde ich noch entscheiden, weil ich werde sie ja erst am, ja, ich werde sie mindestens Ende Dezember erst spielen können. Und da weiß ich noch nicht, ob ich dann mir auch eine Meinung bilden kann in einer Woche. Deswegen, ich muss noch mal gucken. Es wird schwer sein. Also es wird schwer. Ich kann sowas nicht machen, Mann. Ich muss dann wohl ganz viel zocken, ganz viel suchten, meine Freunde, dann auch dieser Spiel, dass ich auch dann, ja, da auch ein eigen dadurch dann auch eine eigene Meinung einfach bilden kann, meine Freunde. Es ist so schwer, ne? Es ist so verdammt schwer, meine Freunde. Jetzt muss ich mich auch noch entscheiden, meine Freunde, welche ich auch einfach nehme. Also welche Spiele ich am besten finde von diesem Spiel, also von diesem ganzen, ja, Mann, von diesem ganzen Jahr, was ich. Welches Spiel finde ich am besten? Welches Jahr fand ich, also welches Spiel fand ich am besten in diesem Jahr? Das ist halt eine gute Frage, meine Freunde, ne, schon. Fire Emblem ist sehr, sehr, sehr gut. Also bis jetzt ist es ein sehr tolles Spiel und ich kann mich nicht entscheiden. Und Pokémon Schild ist sehr, sehr gut und es gefällt mir auch richtig gut, aber ich kann mich halt nicht entscheiden, ne? Das ist halt eine kackschwere Frage. Ich könnte auch die zwei Spiele auch einfach, ja, auch Nummer 1 machen, geben oder wie auch immer. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll, meine Freunde. Ich glaube, ich weiß nicht.
Vielleicht ist Fire Emblem auch ein Stück besser. Es kann aber auch sein, dass Fire Emblem ein Stück ganz kleines Stückchen schwach ist, nicht schwächer ist als Pokémon Schild. Ich kann mich halt nicht entscheiden, meine Freunde. Ohne Scheiß, es ist einfach so schwer für mich, so zu entscheiden. Und das war halt dieses Jahr auch sehr, sehr schwer. Und mit Animal Crossing wird es noch schwerer gewesen sein. Ey, Pokémon Schild ist jetzt schon so krass und macht mir echt Spaß. Also ohne Scheiß, so muss sein. Okay, ich würde ganz gerne mal eben was mal machen hier. Nicht immer nur rumlabern, auch immer nur Scheiße machen. So, hallo. Hallo. Ich hatte, mein Bruder sagt, dass ich einfach mal Lust auf einen richtigen leckeren Fisch habe. Ah, oh, die Musik ist so gut. Ich liebe die so sehr, meine Freunde. Oh Mann, ich krieg wieder ganz laut, ne? Oh, meine Fresse. Ich liebe das Spiel so sehr, ne? Aber ich liebe es so sehr. Aber kann mir bitte mal einer sagen, warum man. Ich verstehe nicht, es gibt so wenige YouTuber, die Pokémon und Fire Emblem spielen, das ist irgendwie komisch. Und Scheiß, aber ist egal. Kein Problem. Kein Problem.